Guck, wie mein Haar hier so in mein Gesicht hängt. Das ist schon so ein bisschen süß, oder? Komm, ich erzähle euch eine coole Geschichte. Wir haben mal aus Versehen, also nicht ich, aber wir als freundschaftliches Konglomerat aus Freunden, haben uns mal gegenseitig aus Versehen angezündet. Aber wirklich höchst aus Versehen. Mann, das war so bescheuert, wirklich. Beruhigt euch, kommt mal runter. Vor allem du. Houdini, Houdini! Hallo Kinderlein! Was macht ihr denn heute so, hm? Willkommen zu einer weiteren Runde CSGO Matchmaking, ultramäßige Globelungen. Bam! Direkt ein Reminder an alle. Heute Abend ist Livestream. Um 19.30 Uhr ist der Livestream. Wir spielen wieder ausschließlich CSGO. Es wird so sein wie am Dienstag, also höchstwahrscheinlich zwei Viewer Games. Nur, dass ich heute nicht so schlecht sein möchte. Und eine extrem wichtige Sache gibt es noch, Leute. Eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache habe ich da noch für euch gerade so in my mind. Obacht! YouTube hat ja einige Veränderungen wieder durchgezogen in den letzten paar Wochen, Monaten. Einige von euch haben mich höchstwahrscheinlich schon abonniert. Jetzt passt auf, man sieht diesen Bildschirm hier. Und hier oben rechts steht abonniert. Aber da ist so eine Glocke jetzt hinzugekommen. Auf diese Glocke müsst ihr draufklicken. Nach dem Klicken auf die Glocke steht da so ein kleiner Text, sowas von wegen, ich möchte alle Mitteilungen zu diesem Kanal erhalten oder sowas. Und da müsst ihr draufdrücken, dann unten auf OK oder Speichern oder wie auch immer. Erst dann funktioniert der... One Ventrum. Erst dann funktioniert die ganze Abo... Nein! Die ganze Abo-Geschichte erst wieder richtig. Einige von euch haben sich darüber beschwert, dass sie die... Wie hört sich die Bombe an, Alter? Dass sie die Videos nicht richtig vorgeschlagen bekommen. Und dadurch müsste das alles wieder gefixt sein. Ich weiß nicht, warum YouTube sowas einführt. Vor allem sowas Grundlegendes. Diesen Abonnement-Button praktisch doppelt ausführt. Voll bescheuert. Ich habe keinen Plan, was sie da getrieben haben. Es ist ziemlich behämmert. Viele haben sich darüber schon aufgeregt. Gut, ich rege mich da jetzt nicht weiter drüber auf. Ich will einfach, dass ihr den Content, den ihr gerne sehen wollt, wenn ihr jemanden abonniert, dann wollt ihr ja den Content sehen, dass ihr den auch bekommt. Und somit ist dem Genüge getan mit diesem Schritt. Führt ihn einfach aus und dann solltet ihr die Videos wieder erhalten. Also einfach oben auf die Glocke neben dem Abonnieren-Ding drücken und dann eben dort anhaken, dass ihr alle Mitteilungen bekommen möchtet. Hab ich im Griff? Ja! Nur steht! Jetzt werde ich meine Runde acen. Ich habe ja gerade eben schon einen Kill gemacht. Der war ziemlich, ziemlich nice. Aber ich muss meine Jacke ausziehen. Ich habe vorhin die Heizung noch ein bisschen aufgedreht und vor allem habe ich auch die Heizung an sich wieder ein bisschen aufgefüllt. Also ich habe Heizkörper entlüftet und Wasser nachgefüllt. Und jetzt bollern die Dinger wieder richtig, alter Verwalter. Guck, wie mein Haar hier so in mein Gesicht hängt. Das ist schon so ein bisschen süß, oder? Naja, gut, Männer. Ich bin zufrieden mit eurer Performance. Im Moment noch. Okay, A ist einer down. Okay. Wie er ejakuliert? What the fick? Ich denke nicht, dass sie jetzt weiterhin auf A gehen werden, weil der Meta wohl gerade ultra abgeht. Next Round wird auf jeden Fall ein B-Go. Das rieche ich jetzt schon. War da drüben, ich habe ihn gesehen. Der Lurch. Was? Das ist doch eine Lügenstory, die sie ja gerade berichten, oder? Live. Im Ersten. Ah, Ventrum One. Was habe ich mir denn da eingebildet in Main? Der ist doch nach links gegangen und dann bin ich nach vorne und habe die M4 geholt. Ich habe doch die ganze Zeit Augenkontakt gehabt, oder? Hab mich völlig aus der Bahn geworfen. Das zählt nicht, das zählt nicht. Spul zurück. Ich war nicht im Haus. Das zählt nicht. Spiel stopp. Das waren immer die kleinen Wichser früher. Spielt stopp halt. Das zählt nicht. Nein. Du hast mich nicht gefangen. Nee. Du musst mich richtig fangen. Du hast mich nicht berührt. Und wenn sie dann selbst fangen mussten, immer so, ich hab dich. Ich hab dich gerade so angefasst. Ich hab's gerade so mit dem Atem meiner Finger. Meine Finger atmen. Ja. Ich bin im Haus. Das ist das neue Haus. Und wenn's. What the fuck, yellow? Das geht so nicht, Leute. Das geht so erstmal nicht, ne? Spielstopp. Das waren die Sachen früher, oder? Diese Kindergeschichten immer. So wie auch diese Kumpels, die man hatte, bei dem man war, wo man dann zocken wollte. Und dann hieß es immer, nee, aber sie spielen jetzt, weil wir sind ja bei ihm zu Hause. Oder Season Player One, weil wir sind ja bei ihm zu Hause. Und dann kommen sie zu dir und man sagt sich dann, Alter, du darfst nicht spielen. Und dann kommen irgendwie die Eltern rein und sagen, behandel deinen Freund, es ist dein Gast, okay? Der hat jetzt auch mal das Gastrecht. Und schon bist du gefickt. Aber es war nicht wirklich gut, so wie ich rumgejuckelt habe. Was? Wie frech! Ich war doch auf ihm drauf! Ich war auf ihm drauf und hab abgedrückt. Ich hab doch den Schuss gehört. Ich meine, gut. Nee, ich war auf ihm drauf. Was soll das? Und ich protestiere. Aufs Schärfste. Dieser Bombensound. Hört sich. Ich will ihn nicht direkt verurteilen. Ich will nicht so ein Hurensohn sein, der dann immer alles Neue direkt schlecht macht. Lass uns mal reinhören. Bitte! Roger that. Ich habe ja ein ziemlich gutes Team am Start. Die sind extrem polite, ja? Die sind gescheit. Und die sind bereit. Ich finde sie echt nice. Mir gefallen sie. Guck mal, vor allem der hier. Wir haben Putin. Wladimir Putin spielt mit. Wladimir Putin. Putila Putin. Geil, Leute. Wir haben den russischen Macher. Den Menschen am Start. Ich spiele gerade Seite an Seite mit Putin. Ich gebe ihm 30 in 2 und dann pimmelt er mich. Das ist doch also ein ganz, ganz frecher kleiner Mann. Guck mal, er führt uns an. Wir sind praktisch seine Russen. Nice. Ja, komm, ich hol lieber... Was habe ich denn jetzt gemacht?
Counter-Strike fickt dich einfach in deinen verschissenen... Was soll das, Mann? Was habe ich getrieben? Warum habe ich mir jetzt eine... Warum habe ich mir jetzt eine MP7 geholt? Eine MP7? Guten Tag. Wer A sagt, muss auch P sagen. Ich habe hier Houdini am Start. Ich habe nur bekannte Leute in meinem Team. Mann, Mann, Mann. Dass die alle noch am Spielen und am Leben sind. Ist es so abnormal? Ja, die schönsten Geschichten schreibt eben das Leben, ne? Komm, ich erzähle euch eine coole Geschichte. Wir haben mal aus Versehen, also nicht ich, aber wir als freundschaftliches Konglomerat aus Freunden, haben uns mal gegenseitig aus Versehen angezündet. Aber wirklich... Höchst aus Versehen. Mann, das war so bescheuert, wirklich. Wir haben früher bei uns so eine Höhle gehabt. Also wir haben die immer noch. So eine richtig, so eine Sandsteinhöhle in den Weinbergen. Ja, ihr wisst ja, ich wohne im Weingebiet an den Weinbergen. Und riesige Ländereien. Ah, ist halt echt nice für Kinder, ne? Man kann sehr weit spazieren, wandern gehen, überall Lager bauen und hin und her. Und es gab eben, wie gesagt, eine Sandsteinhöhle. Und wenn ich da jetzt schon dran denke, wie bescheuert wir damals waren, wir sind da einfach reingegangen, ne? Wir sind da reingegangen, tief reingegangen. Es gab so einen großen Raum mit einer recht großen Verbindung zu einem kleineren Raum. Und es gab zu diesem kleinen Raum nach ganz hinten noch eine Verbindung über rechts, über einen ganz kleinen Raum, wo man gerade so durchroppen konnte. Wo ich heutzutage schreiend davonlaufen würde. Und wisst ihr, was wir damals gemacht haben? Wir haben uns da reingedrückt. Wir sind da durch und, ich bleib stecken. Wackel einfach ein bisschen. Ja, okay, gut. Wir waren irgendwie wahnsinnig als Kinder. Und naja, schlussendlich hat irgendwann dann ein Kollege gemeint, komm, wir bauen uns Molotow-Cocktails. Und wir dachten alle, das ist echt eine coole Sache. Was es ja eigentlich auch ist. Übrigens, Leute, nicht nachmachen, gell? Ich weiß, ein paar von euch sind noch jung. Macht das nicht nach. Ein Freund von mir hat dann Benzin mitgebracht, einfach aus dem... Wir sind aus dem Rasenmäher abgezapft, in eine Flasche gefüllt und wir wollten uns halt dann Molly basteln. Und folgendes ist dann passiert. Mein Kumpel hat sich den Kopf angestoßen in der Höhle, sogar ziemlich krass. Und dann sind wir ein Stück weiter weg, also nur er und ich an so eine Quelle. Was heißt Quelle? Naja, da ist halt einfach ein Wasserlauf und er kommt aus so einem Hahn läuft hier so ein riesiges Steingefäß, ne? Wie man es halt so kennt, auch aus dem Wald bei so Wandertouren und bla. Wir haben dann direkt mit diesem kalten Wasser der Beute entgegengewirkt. Und wir kommen zurück und die Jungs haben einen Stock in der Wand, in einen Crack gesteckt, der Höhlenwand. Und sie haben... Da Benzin drüber gegossen. Mal kurz, kurze Konzentrationsphase. Wir kommen dann bei ihnen praktisch an und sie lachen und sagen, guck mal. Und der Stock hat nicht mal gebrannt, nur noch geglüht. Und dann gießt er so aus der Flasche raus das Benzin auf den Stock. Da fängt er sofort Feuer und das Feuer wandert in die Flasche rein. Sie ist eben in der Hand nicht explodiert, die hat dann einfach gebrannt. Es war aber eine Plastikflasche. Und er, oh nein! Und schüttet uns den brennenden Flascheninhalt, also so zu uns im Kreis. Er hat sich einmal gedreht und ist dann in die Höhle reingeschmissen. Der Outcome war dann, dass mein Kumpel, der hat es echt brutal erwischt, der hat hier vorne das hinbekommen, zum Glück nicht ins Gesicht, aber eben auf die Brust und hat gebrannt. Bei mir hat mein Bein gebrannt. Der Rest stand zum Glück so rum, dass sie nicht getroffen wurden. Mein Beinbrand war nicht so tragisch, weil es war einfach da unten die untere Wade und der Fuß. Ich hab's halt einfach... Das Dumme ist, es ist ja Benzin, ne? Also man klopft es ab und dann brennt dann kurz die Hand und man macht dann so und dann brennt der Boden und überall flutscht brennendes Benzin rum. Das ist so ein bisschen scheiße. Aber da unten ging's ja noch. Mein Kollege hat hier gebrannt und konnte nichts sehen, weil das auch in sein Gesicht geschlagen hat, also die Flammen. Die Mates sind dann halt zu ihm hin und haben ihn auf den Boden geschmissen und das Hemd ausgezogen und so. Nun ja, und ich habe mich um meine Hose gekümmert und um den Schuh. Die waren dann natürlich ruiniert. Ha! Und ja, was soll ich sagen? Als mein Feuer dann weg war, habe ich dann noch mit dem Kollegen ein bisschen geholfen. Er hatte echt brutale Verbrennungen hier vorne und auch ein bisschen hier unten. Er hat noch keinen schützenden Bart gehabt, der, wie jeder weiß, Bert, das ist der Feuerfest, der ihn geschützt hätte. Das, ja, war nicht der Fall. Und das war schon echt eine richtig, richtig, richtig harte Sache. So als Kind auch, ne? Alle haben direkt gesagt, wir sagen das niemandem, wir halten es geheim. Selbst der Kollege, der so abgefackelt war, ne? Und da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob wir das geheim halten können. Und das sah halt echt schlimm aus, gerade bei ihm. Wenn man da so nah am Kopf... diese brutalen Verbrennungen hat und dann haben wir gesagt, doch, wir müssen was sagen. Dann gucken sie mich an und sagen, du musst das sagen. Ich so, what? Und naja, okay, gut. Dann bin ich eben nach Hause gelaufen mit dem Mate, der sich auch die Rübe angestoßen hat und hab's dann eben gebeichtet. Und dann war's, ist alles in Ordnung. Und bis dahin waren aber die anderen schon wieder nach Hause geschlappt. Und ja, der Kollege ist halt dann zum Arzt und pipapo. Schlussendlich war das echt eine saudumme Geschichte. Naja, wir waren halt jung. Wie soll sowas halt, ja, doch, wir waren jung. Sowas passiert halt. Wir haben das Geld gebraucht. Aber eine Geschichte, an die ich mich gerne zurückerinnere. Für den abgebrannten Kollegen ist es bestimmt nicht so edel, weil er halt so stark, weil es ihn so stark erwischt hat. Aber es war schon irgendwie auch ein Erlebnis auf jeden Fall. Alles in allem ist es glimpflich abgelaufen. Ich weiß nicht, ob man bei dem angebrannten Kollegen jetzt noch was sehen kann. Krass, Mann, ich bekomme gar nichts ab. Meine Mates sind so hart am Carrying. Guck mal, ich habe 3 Kills. Und passt mal auf, wenn es gleich nicht so gut läuft, wer ist dann der Arsch? Killer, Killer, ey! Wo ist mir doch die ganze Zeit die Kills klauen, die Böck? Ich hoffe, dass es heute nicht so schlecht läuft im Stream, wie es letztes Mal lief. Das war ja brutal. Nach 10 Runden irgendwie immer noch 0 Kills. Wenigstens habe ich an dem Streamtag ein gutes CSGO-Video abgeliefert, wo ich dann mal 20 plus oder 25 plus Kills hatte. Um euch darauf zu verweisen, dass da noch was ist, wo ich ganz schön abgegangen bin. Da war ich, glaube ich, sogar Erster, also...
es ist halt auch einfach die Tagesform. Da machst du nichts. Jeder kennt's. Ja, das war meine krasse Geschichte. Habt ihr vielleicht auch so eine richtig, richtig krasse Geschichte, die ihr kurz zusammengefasst in die Kommentare schreiben könnt? Irgendwas Crankes, was ihr euch traut zu schreiben. Jetzt nicht irgendwie, ja, und damals wurde ich von meinem Onkel vergewaltigt oder sowas. Das müsst ihr nicht unbedingt teilen. Und ich hoffe auch, dass es bei niemandem passiert ist. Aber ja, vielleicht habt ihr so eine coole kleine Kindergeschichte, wo ihr euch sagt, Mann, das war schon echt eine lustige Sache. Die Carrie Boys reißen einfach alles an sich. Ich werde für LOL einen eigenen Streamtag entwickeln, habe ich euch ja schon angekündigt, weil der Stream einfach zu arg zersetzt wird bei diesen Geschichten. Und wir müssen irgendwie gucken, dass wir die Viewer Games noch besser hinbekommen. Ich muss leider noch strikter durchgreifen, was die Joinung angeht. Es geht so nicht, dass wir 10, 15 Minuten verlieren. Nein! Das ist einfach ein zu krasser Loss vor allem auch an Zuschauern. Die Leute gehen dann einfach. Wir haben einige Zuschauer, die einfach still zuschauen. Denen einfach der Content gefällt, wenn während das Spiel läuft. Und diese Pausen zwischendurch sind schädlich. Also ich werde es ab heute so machen, das sage ich euch dann auch im Stream und auch jedes Mal zu den Viewer Games, zumindest am Anfang. Wenn diese Viewer Game Auszählung stattfindet und ihr entert rein, solltet ihr mich einfach dann schon mal adden, falls ihr mich noch nicht in Steam habt. Einfach anfragen. Und wer nach 60 Sekunden nicht im Chat drauf reagiert auf seinen Win, der wird auch sofort übergangen, weil sonst brauchen wir zu lang. Vor allem bei der Masse, die jetzt mitspielen wollen, es wird immer schlimmer, wenn wir dann da Leute haben, die reinentern und noch nicht mal da sind. So werde ich das jetzt in Zukunft fahren, die Streams, damit das einfach schneller geht. Das kann so nicht sein. Aber sonst bin ich eigentlich echt ziemlich zufrieden mit dem Livestream. Also wie das so funktioniert, wie ihr da dabei seid, es ist einfach edel. Ich gucke, dass ich heute... Nee, heute werde ich es gar nicht schaffen, nee. Ich wollte gerade sagen, ich gucke, dass ich heute viel Werbung mache für den Stream, dass wieder mehr da sind. Weil sich jetzt mal die Leute beschwert haben, dass wir nur 35 Leute waren oder so. Ja, ich weiß, ihr seid jetzt schon Besseres gewohnt. Aber wenn ich die Mitteilungen nicht überall raushau, dann geschieht das nicht. Und gerade jetzt, ich habe einfach no time. Ich muss auch jetzt, nachdem ich dieses Spiel dann recorded habe und so, muss ich auch sofort alles schneiden, hochladen, bla bla bla. Da muss ich mich auch sofort ranmachen. Alter, er gibt mir noch einen Header, Mann. Wie unlucky bin ich gerade? Come on, let's go. So, rushen wir einfach mal direkt drauf. 5 Runden brauchen wir noch. Also wir haben es eigentlich schon so gut wie geschafft. Bro! Und dann, ich werde von hinten angeschossen, Mann. Das gibt's doch nicht. Ich krieg von hinten auf den Arsch, krieg den Kill nicht. Ja, ich sag's an der Stelle auch einfach nochmal. Denkt bitte an diese Doppelglocken-Abonniergeschichte. Oh! Easy Ace, Mann. 3 habe ich schon. 2 fehlen noch. Schade, da haben sie mir meine Ace geklaut, die Schweine. Immerhin mal 3 Kills gemacht. Jetzt kann ich doch mal ein bisschen hochfahren zum Ende hin. Jawohl, wir haben schon das Draw erreicht. Und jetzt machen wir den Sieg draus. Ganz locker machen wir das. Ganz locker vom Hocker hier, Jungs. Beruhigt euch, kommt mal runter. Vor allem du. Houdini. Alter, wie der sich aufregt, Mann. Ich würde ihn jetzt am liebsten erstmal ordentlich... Ach so, dankeschön. Alter, der ist so freundlich. Der Houdini. Er hat sogar diese Geste ich möchte Waffen tauschen verstanden, hat es durchgezogen. Das sind scheißfreundliche Leute. Krass. Und wisst ihr was? Man kann es kaum glauben. Alles Engländer. Wie kann das denn jetzt passieren? Fickfrosch. Das ist halt, weil ich die M4 hat. Mit der AK mache ich Headshots, mit der M4 Nutshots. Die reiche nicht aus. Da bekomme ich einfach die Nova Sand Dune gedroppt, Alter. Wow, drop the base. Was für eine krasse Waffe. Es wissen ja viele von euch nicht, dass diese Waffe ist. Ne? Einiges sogar. Ist das ein edles Teil, oder? Nee, oder? Oh, ich glaube, die gibt's heute im Giveaway. Was für ein Scheiß, Mann. Also Leute, schaut den Stream, macht diese Abo-Glocken-Kack-Geschichte. Habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann später. Schokoladentorte. Kinder, essen gerne Schokoladentorte. Schwagertorte.